Rund 3.900 Zuschauer kamen zum Duell zwischen dem Pokalsieger und dem ältesten Club Hessens ins Herbert-Röse-Stadion. Hannover 93 gegen Eintracht Frankfurt. Vor dem Testspiel gab es noch eine Schweigeminute für einen plötzlich verstorbenen Eintracht-Fan aus Hanau. Rund um die Partie gab es auch eine Spendenaktion, die dafür genutzt wurde, um die Familie finanziell zu unterstützen. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen können, sind mit den beiden Teams 10 Kinder mit gelben T-Shirts auf den Platz gekommen. Diese Kinder werden nun zu Ihnen auf die Tribünen kommen und Sie um eine Spende für die Familie von René Klausing bitten. Diese Spenden werden gesammelt. Viel Spaß bei der Partie FC Hannover 93 gegen Eintracht Frankfurt. Tabellenführer der Verbandsliga Süd hält zunächst tapfer dagegen. In der 20. Minute haben die Zuschauer das erste Mal den Torschrei auf den Lippen. Nitro Willems bedient Jonathan de Guzman, der freie Schussbahn hat, doch dessen Schuss landet am Außen und nicht im Netz. Nach einer knappen halben Stunde die Führung für unsere Adlerträger. Innenverteidiger Noel Knote wagt einen Ausflug und spielt mit de Guzman einen feinen Doppelpass. Im Strafraum lässt der Innenverteidiger noch einen Hanauer stehen und spitzelt den Ball zur Führung ins lange Eck. 1:0 für das Team von Cheftrainer Adi Hütter nach 31 Minuten. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Knote tunnelt seinen Gegenspieler schön und spitzelt den Ball dann an Westenberger vorbei. Nachdem die Eintracht das erste Mal den Abwehrriegel geknackt hat, legt die SGE direkt nach. Nitro Willems mit dem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte und spielt einen perfekten Schnittstellenball durch die Hanauer Abwehrkette. Marc Stendera bleibt vor Westenberger cool und schiebt anschließend zum 2:0 ein. Stendera nimmt den Ball fein mit der Sohle mit, stark gemacht vom Mittelfeldmann. Im Anschluss melden sich auch die Hausherren zu Wort. Konter der Hanauer über Peter Suljic, der liefert sich ein Laufduell mit Simon Verlet. Suljic zieht ab, aber Jan Zimmermann hält die Null. Gute Chance für den Außenseiter. Kurz vor der Pause erhöht die Eintracht noch auf 3:0. Branimir Gotta wird hier elfmeterreif gefällt. Schiedsrichter Niklas Rau zeigt auf den Punkt. Fälligen Strafstoß tritt der Gefaulte selbst, souverän links unten eingeschoben. 3:0 zur Pause für unsere SGE. 42. Spielminute, Tor für Eintracht Frankfurt. Während Hanau nach dem Seitenwechsel kräftig rotiert und auch den Eintracht-Markenbotschafter Erwin Skiller einwechselt, bringt Hütter nur Sebastian Lehr für Jonathan de Guzman. Und der war auch gleich mittendrin, statt nur dabei. Willems bedient Deji Bayreuther, der flankt auf Allaire, doch Alexander Neubauer pariert stark. Im zweiten Durchgang konnten die Hanauer nicht mehr so dagegenhalten. Das Defensivkonstrukt wackelte. In der Mitte können Rigotta und Müller schön kombinieren. Müller mit dem feinen Chippass, Stendera auf Rigotta. 4:0. Und der Schwede hatte jetzt richtig Laune am Tore schießen. Im Abstoß der direkte Gegenzug. Gelson Fernandes schnappt den Kopfball, Allaire schickt direkt Rigotta und der zögert kurz, schießt dann aber souverän rein. 5:0 für die Eintracht. Rigotta umkurvt noch den Torwart und bleibt dann ganz cool. Nur 2 Minuten später schnürt Rigotta den lupenreinen Hattrick. Stendera schickt Willems über links, der flankt butterweich auf Rigotta. 6:0, das halbe Dutzend war voll. Rigotta hat per Kopf da keine Mühe, die Flanke perfekt.
die Adlerträger nun richtig in Spiellaune. Der Verbandsligist im zweiten Durchgang überfordert. Nächster Fehler im Spielaufbau, Sousa legt ab auf Haller, der Franzose mit seinem ersten Treffer am Abend. Nun ging es Schlag auf Schlag. Stendera schickt den durchgestarteten Haller, diesmal legt er quer und Rigotta schiebt ein, 8:0 für unsere Eintracht. Das war mittlerweile der 5. Treffer des Angreifers und es sollte nicht der letzte sein. Jetzt wurde im Herbert-Röse-Stadion auch noch gezaubert. Müller auf Haller, der fein mit der Hacke auf Rigotta ablegt. Kurzes Kuddelmuddel und Rigotta jagt die Kugel einfach trocken in den Knick. Der 6. Streich des Schweden. Hanau leistete sich in dieser Phase des Spiels zu viele Ballverluste wie hier. Die Eintracht schaltete hingegen schnell um. Haller schickt Rigotta auf die Reise, der legt uneigennützig ab und Willems braucht nur noch ein bisschen, wartet noch, aber schießt ihn schlussendlich doch souverän rein. Das Ergebnis jetzt zweistellig, 10:0 für die Eintracht. Und immer noch 6 Minuten zu spielen. Die erschöpften Gastgeber wollten irgendwie noch den Ehrentreffer erzielen, liefen deswegen das ein oder andere Mal aber in den Gegenstoß. Haller mit dem nächsten Ballgewinn, lässt den ersten aussteigen, den zweiten aussteigen. Rigotta übernimmt, der schickt auch noch 2 Hanauer auf die Reise, legt dann ab auf Willems und der schiebt locker ein. 11:0 für die Hütte 11. Das 12:0 sollte nur wenige Sekunden später folgen. Die Szene direkt vom Anstoß. Erwin Skela verliert den Ball an Sebastian Haller. Der wird beim Konter gefoult. Willems schaltet schnell und bedient Rigotta mit einem tollen Pass. Und der vollendet wunderschön mit einem Heber. Das Dutzend war voll. Rigottas 7. Treffer der Partie. Einen hatten die Adlerträger noch im Köcher. Willems bedient Bayreuther. Die Chance scheint fast vorbei, doch Bayreuther bringt die Kugel in die Mitte. Rigotta schnappt sich den Ball und vollendet diesmal mit dem schwächeren Rechten zum 13:0. Endstand. Acht Tore vom Angreifer Rigotta, der so gut wie an jedem Tor an diesem Abend beteiligt war. Das war mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Niklas Rau. Der 13. Treffer und damit Schlusspunkt in dieser Partie. Endstand im Spiel zwischen FC Hannover 93 und Eintracht Frankfurt. Timo, wie war es mal wieder zwischen den Pfosten zu stehen? Ja, herrlich. Es gibt für uns Fußballer nichts Schöneres, als auf dem Platz zu stehen. Ich habe jetzt natürlich lange Zeit gebraucht, wegen der unglücklichen Verletzung in der Vorbereitung. Und danach hatten wir ja keine Freundschaftsspiele mehr. Von daher war es sehr herrlich und ich habe jede Minute genossen. Hast du ja auch heute in der ersten Halbzeit auch ein bisschen was zu tun bekommen? Überraschend? Nein, ich
auch vor solch einem Gegner informiert man sich und weiß ja, sie stehen sehr gut da, kennen ja ein paar Spieler und von daher wusste man, dass sie durchaus natürlich auf anderem Niveau, ohne jetzt denen zu nahe zu treten, Qualität mitbringen. Und ich finde auch gerade in der ersten Halbzeit haben sie es teilweise ganz gut gespielt und sind dann auch zu ihren Gelegenheiten gekommen. Zweite Halbzeit dann ein bisschen der Sprit ausgegangen, 13-0, die Eintracht momentan in Torlaune. Ja, da sieht man, dass wir daran arbeiten, dass die Entwicklung immer voranschreitet und auch in so einem Spiel ist es nicht selbstverständlich, gegen Sechsligisten 13 Tore zu machen. Das muss man auch honorieren und vor allem, dass wir halt über 90 Minuten, viele Jungs haben jetzt auch länger nicht gespielt, haben jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit 90 Minuten gespielt und haben auch am Schluss noch Gas geben können. Das heißt, da wurde im Training gut gearbeitet. Spürt man das so als Spieler, dass es momentan auch so ein bisschen richtig flutscht? Ja klar, spürt man das. Siege geben Selbstvertrauen und das ist im Leistungssport das A und O. Und wir hatten jetzt natürlich eine sehr gute englische Woche, haben aber auch gemerkt, dass so die Abstimmung immer besser funktioniert. War am Anfang sicherlich nicht so einfach, aber wir wussten von Anfang an, dass seine Zeit braucht. Genauso wie wir jetzt wissen, dass es nicht alles rosig ist, nur weil wir 9 Punkte geholt haben, dass wir weiter hart arbeiten müssen und beim nächsten Spiel die Vergangenheit nichts zählt. 13-0, erste Halbzeit, ein Ausflug ins gegnerischen Strafraum, passiert normalerweise nicht so oft, oder? Nee, ich glaube, das war mein erster Treffer seit 2 Jahren bestimmt. Also passiert nicht so oft, hatte ein bisschen Glück, aber ja, natürlich ein schönes Gefühl, noch ein Tor machen zu können. Bisschen Glück, einen noch ausgetanzt, dann mit der Pick ins lange Eck, so schlecht war er jetzt auch nicht. Ja, war okay. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Erste Halbzeit haben die tapfer dagegen gehalten, oder? Ja, in der ersten Halbzeit haben sie noch gut dagegen gehalten, hatten auch noch viel Power, aber dann in der zweiten Halbzeit hat man halt gemerkt, dass die körperlich nicht mehr so mithalten konnten und dann haben die halt vorne die Dinger gemacht und dann war es ziemlich einseitig. Ein paar Worte zum Drumherum. War heute ein toller Rahmen für so ein Freundesspiel? Ja, auf jeden Fall. War ein schönes Stadion das hier, guter Rasen, viele Zuschauer, also war sehr schön hier spielen zu können.